Ich denke, jeder von uns kann sich ein kleines Baby vorstellen, das sich gerade durch den engen Geburtskanal bewegt hat und nun endlich da ist. Die Freude ist groß. Und dank Gottes liebevoller Fürsorge ist die Milch schon bereit mit der richtigen Temperatur. Das bleibt auch einige Monate so. Wir würden uns aber sehr wundern, wenn das Kind mit 10 Jahren noch immer nur Milch trinken und noch keine feste Nahrung zu sich nehmen würde. Im geistlichen Bereich ist es ähnlich. Wie sehr freuen wir uns, wenn ein Mensch aus der Finsternis der Sünde herauskommt und durch den Heiligen Geist hineingeboren wird ins Licht des Königreiches Gottes. Aber auch da würden wir uns wundern, wenn dieser Mensch nicht erwachsen werden würde. Vor einigen Wochen ist mir im Hebräerbrief Kapitel 5 folgende Stelle aufgefallen und die lässt mich seither nicht mehr los. Da heißt's: Obwohl ihr längst Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder jemanden nötig, der euch die Anfangsgründe der Worte Gottes buchstabieren lehrt. Und ihr seid wieder solche geworden, die Milch brauchen statt feste Nahrung. Denn jeder, der mit Milch ernährt wird, der noch mit Milch ernährt wird, ist unerfahren in der Lehre der Gerechtigkeit, weil er unmündig ist. Die feste Nahrung kommt Erwachsenen zu, denen also, die durch Übung ihre Sinne geschärft haben, zur Unterscheidung von Gut und Böse. Deshalb spreche ich heute über das Thema Erlöst. Und dann? Was meint Paulus damit, wenn er sagt, dass die Hebräer unerfahren sind in der Lehre der Gerechtigkeit? Ich lasse ein Bild dazu einspielen, an dem man das vielleicht ein bisschen verdeutlichen kann. Ihr seht hier einen Gefangenen, der 2 Möglichkeiten hat. Er kann sich das Brot holen oder den Schlüssel. Und ich denke, Leute, die unerfahren sind in der Gerechtigkeit, die nehmen das Brot, weil ihnen das aktuell als das Beste erscheint. Sie haben noch nicht begriffen, dass wenn sie den Schlüssel nehmen, sie das Brot dann auch haben können und mit dem Schlüssel ihnen nicht nur das Brot gegeben wird, sondern auch eine enorme Freiheit. Und wenn jetzt Paulus sagt, dass die Hebräer unerfahren sind in der Lehre der Gerechtigkeit, dann habe ich mich gefragt, sind es Menschen, die schon lange mit Jesus Christus unterwegs sind und sich vielleicht vorkommen, als ob sie auf der Stelle treten? Ist ihnen das Christsein in irgendeiner Form langweilig geworden? Oder ist ihnen die Freude verloren gegangen? Am besten lassen wir Paulus selber erklären, was er konkret meint. Er sagt: Darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Wir möchten viel mehr darüber sprechen, was Christen wissen müssen. Die in ihrem Glauben erwachsen sind. Es geht jetzt also nicht mehr darum, das alte Leben hinter sich zu lassen, das letztlich zum Tod führt. Auch nicht darum, wie notwendig es ist, zu Gott umzukehren und ihm zu vertrauen. Ebenso wenig wollen wir euch lehren über die Taufe im Unterschied zu den jüdischen Waschungen, die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und über Gottes letztes Gericht. Also Paulus
hält das für die enormen, für die wichtigen Grundlagen des Wortes Gottes. Aber er sagt, wenn Gott es will, dann wollen wir lieber Schritte nach vorn tun. Kurz und prägnant hat Paulus hier zusammengefasst, was die Grundlagen des Glaubens an Christus sind. Er sehnt sich jedoch danach, dass diese Christen weitergehen. Nach den genannten Grundlagen geht es nämlich erst richtig los. Die Grundlagen sind der Start. Die Grundlagen sind der Schlüssel. Und nun geht es darum zu entdecken, was Christus alles für uns bereithält. Und aus diesem Grund gibt Paulus auch Starthilfe zum Erwachsenwerden in Christus. Er sagt, wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise immer besser seinen Willen erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dafür zu danken, voll Freude dafür zu danken, denn er hat euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis, aus dem Gefängnis praktisch befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Das heißt, wir benötigen ganz dringend den Heiligen Geist, von dem Jesus Christus gesagt hat, dass er uns in alle Wahrheit leiten wird. Der Heilige Geist ist es, der uns mit Weisheit und Einsicht erfüllt und uns zeigt, dass es viel gescheiter ist, den Schlüssel zu nehmen, als nur das Brot. Der Heilige Geist hilft uns, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und der Heilige Geist zeigt uns die Werke, die wir nach Gottes Plan tun sollen. Wir können so viel tun in unserem Leben. Aber wenn es nicht nach Gottes Plan ist, dann hat es schlichtweg nicht viel Sinn und verbraucht nur Kraft. Wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, zeigt er uns immer wieder aufs Neue, welch herrliche Kraft und Stärke uns zur Verfügung steht, dass wir das Leben in vollen Zügen genießen können und damit wir geduldig und ausdauernd sein können. Aus uns selber kriegen wir es nicht hin. Wir können uns abmühen, wie wir wollen, aber ohne Gottes Heiligen Geist, ja, ist einfach Mühe. Und der Heilige Geist ist es auch, der uns daran erinnert, Gott immer wieder mit Freuden zu danken. Wir sind rechtmäßige Erben des Reiches Gottes. Das bedeutet, uns gehört alles in Christus Jesus. Wir gehören zu ihm. Unsere Sünden sind vergeben. Wie viele Christen habe ich schon erlebt, die sich mit Schuldgefühlen herumquälen, wirklich herumquälen. Manchen sieht man es schon an, wenn sie wieder auftauchen, wenn sie mir wieder begegnen, dass sie sich quälen. Und sie haben immer noch nicht kapiert, dass ihnen die Sünden vergeben sind. Und nicht nur die der Vergangenheit, sondern
gerade wenn sie vorher jemand angeschnauzt haben, die Sünde ist auch schon vergeben und zwar schon 2000 Jahre lang. Warum sich damit noch beschäftigen? Warum das Herz belasten mit, dass du vor 5 Jahren irgendjemand beleidigt hast? Gott hat dir das schon vor 2000 Jahren vergeben. Und was diese Menschen nicht merken, dass sie dadurch wieder dem Feind Raum geben in sich, indem sie das nicht annehmen, dass ihnen vergeben ist. Weil sie vertrauen dann ihren Gefühlen, die immer noch komisch sind, mehr als dem, was Gott sagt. Nicht unsere Gefühle sind der Meister. Unsere Gefühle sagen, oh, schnapp dir das Brot, du hast Hunger. Aber Gottes Geist sagt dir, Mensch, ich gebe dir den Schlüssel, du bist frei, du kommst raus aus dem Gefängnis. Hören wir deshalb auch Paulus weiter zu, was er an die Kolosser schreibt. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und was auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Wenn Christus uns keine Luft gibt zum Atmen, na, dann gibt es uns nicht mehr. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. Das ist nämlich das Großartige, wenn du den Schlüssel nimmst in Jesus, alles nimmst, was er dir zur Verfügung stellt, dann hast du unvergängliches Leben und nicht erst irgendwann, wenn du vielleicht in 20 Jahren stirbst und gerade so denkst, naja, vielleicht komme ich dann gerade in den Himmel. Das ist doch kein Leben, sondern das Leben hat er dir hier gegeben. Und deshalb sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen, weil er auferstanden ist und Schöpfer aller Dinge ist. Und Gott selber hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Manche sagen ja, ich glaube an Gott, aber nicht an Jesus. Aber Gott hat nun mal beschlossen, die ganze Fülle in Jesus wohnen zu lassen. Und alles im Himmel und auf der Erde hat Gott durch Jesus mit sich versöhnt. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, dass wir mit unseren vergangenen Sünden rummachen, mit unseren Fehlern, was wir mal falsch gemacht haben, was wir noch falsch machen werden. Gott hat Frieden gestiftet. Wie sehr schreien die Menschen nach Frieden? Bei Jesus gibt es diesen Frieden und da kannst du diesen Frieden haben, selbst wenn die Umstände um dich herum nicht glorreich sind. Im Alten Testament steht mal, wenn du durchs Wasser gehst, werden dich die Ströme nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Wir haben einen großen Gott, nicht so einen, der gerade eben halt so mit dir geht. Paulus schreibt weiter, auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Er betont es nochmal. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Raus aus diesem Gefängnis. Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt.
Das habt ihr vielleicht auch schon festgestellt. Ihr habt Hoffnung gefasst in einer Situation und dann kommt jemand her, oder ihr habt gerade voller Glauben für jemand gebetet, dass er gesund wird. Dann kommt jemand her und sagt, oh, ich habe aber jemanden kennengelernt, der hat das Gleiche. Und die Person, die ist elendiglich gestorben. Und ihr merkt, eure Gefühle gehen in den Keller. Aber auch da geht es nicht um eure oder unsere Gefühle. Ich schließe mich da selber mit ein. Lasst euch durch nichts von dieser Hoffnung abbringen. Gott ist und bleibt der Große, ob uns das gerade ins System passt oder nicht. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Und Paulus war ja auch vor circa 2000 Jahren. Schon damals ging es darum, dass andere uns davon abbringen können, von Gottes rettender Botschaft. Und er sagt, ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Und das wird sie auch heute noch. Die Botschaft wird in der Welt verkündet. Und Paulus bekräftigt, mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen. Was ich auch immer für euch erleiden muss, nehme ich gern auf mich. Ich freue mich sogar darüber. Das Maß der Leiden, die ich für Christus auf mich nehmen muss, ist noch nicht voll. Und ich leide für seinen Leib, für seine Gemeinde. Und Paulus hat einfach eine klare Vision. Er weiß, wozu er da ist. Er sagt, Gott hat mir aufgetragen, seiner Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Abstriche zu verkünden. Nicht so ein kümmerliches Evangelium, das du ein Brocken Brot kriegst, gerade dringend, wenn du dringend brauchst, sondern viel, viel mehr. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Geschwister, was für eine Größe Gottes. Christus lebt in uns. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Wir müssen nicht kümmerlich in diesem Gefängnis hocken, sondern wir sind frei, frei, frei von allem, was uns blockiert hat in unserem alten Leben. Diesen Christus verkünden wir mit aller Weisheit, sagt Paulus, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Es ist Paulus ein Anliegen. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Ja, Paulus hat wirklich viel Mühe gehabt, aber nicht, weil er sich selber so angestrengt hat, sondern weil er Christus so intensiv verkündigt hat, sehr viel auf sich nehmen musste. Er wurde mehrere Male mit 40 Schlägen weniger einem geschlagen. Sie haben ihn gesteinigt, dass sie sogar dachten, er sei tot. Er hat Schiffbruch erlitten und noch viel, viel mehr, von dem gar nicht drinsteht, nur eben noch mehr. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu.
Wenn wir Christus außen vor lassen, dann benehmen wir uns wie diese Gefangene. Wir denken, wir können es schaffen. Ja, das kriege ich fertig. Ich höre auf mit Rauchen. Ich schaffe das. Ich habe den Willen dazu. Und wie viele scheitern? Und fangen von Neuem an. Ich habe aufgehört. Ja, einen Tag. Und noch viel, ganz viele andere Probleme. Wenn wir denken, mit meiner eigenen Kraft, mit meinem eigenen Willen, schaffe ich das. Es gibt manche Menschen, die was schaffen mit ihrem eigenen Willen. Aber warum mühselig nach einem Bissen Brot angeln, wenn es die Fülle, wenn es den Schlüssel gibt, Christus in dir. Ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt. Also Paulus müht sich in diesem Sinne, dass er betet, dass seine Geschwister den Mut, den Gott gibt und die Kraft, die er zur Verfügung stellt, dass sie das annehmen, weil er es auch ist, und dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Er schenke euch tiefes Verstehen. Es nützt nicht nur, das mal zu lesen, Gott ist groß. Wir müssen das erleben, damit wir die ganze Größe seines Geheimnisses erkennen. Und dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wie sehr sehnen sich Menschen danach, zu erkennen, zu erfahren, zu wissen. Aber sie gehen nicht zum Schöpfer der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, schreibt Paulus, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte auf einen falschen Weg bringen lasst. Oh, es gibt viele sehr begabte Redner. Sehr, sehr begabte. Aber man kann sehr redegewandt sein und trotzdem so viel Unsinn verbreiten. Paulus schreibt, zwar bin ich weit von euch entfernt, aber im Geist bin ich mit euch allen verbunden. Ich bin glücklich, wenn ich sehe, wie ihr fest zusammensteht und wie unerschütterlich ihr an Christus glaubt. Ihr merkt, sein ganzes Zentrum ist Christus, was die Menschen in Christus haben. Er schreibt, ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in Gemeinschaft mit ihm. Es geht nicht darum, einfach Christus zu empfangen und dann stehen zu bleiben. Es käme euch komisch vor, wenn ich jetzt aufhören würde. Ich habe Christus empfangen. Danke. Sondern ihr habt Christus als euren Herrn angenommen und lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Glaubens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste reinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht. Aber hinter ihren Gedanken, hört genau zu, was Paulus da sagt, hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus.
Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er mit seiner ganzen Fülle. Und deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Es ist also wichtig, mit Christus Gemeinschaft zu haben, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Und je enger die Gemeinschaft mit Jesus ist, desto mehr erkennen wir das Wesen Gottes. Wir können dadurch unterscheiden, welche Gedanken nicht mit Gott übereinstimmen, und die nicht mit Gott übereinstimmen, die können wir von uns weisen. Das ist unsere Verantwortung. Wenn wir merken, dass Gedanken in unseren Kopf kommen, die ohne Hoffnung sind, die abwertend sind, können wir sofort sagen, weg. Christus wertet niemand ab. Christus lügt nicht. Christus spielt nicht damit zu betrügen. Nein, Christus ist die Wahrheit. Wenn Gott uns zu Königen und Priestern gemacht hat, wie es in der Offenbarung steht, gibt es absolut keinen Grund dafür, minderwertig von uns selber oder von anderen zu denken. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Jeder. Ob das ins System passt, ob das mir passt, das spielt keine Rolle. Es kommt auf Gott an. Und wenn Gott sagt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um für unsere Sünden zu sterben oder für uns zu sterben, als wir noch Sünder waren, dann brauche ich mich nicht überheben über irgendjemand anderes. Das galt für mich genauso wie für einen anderen. Und ich finde es interessant, dass König David, der ja im Alten Bund lebte, schon erkannt hat, dass wir Gott oft so erleben, wie wir von ihm denken. So wie unsere Vorstellungen von ihm sind. David erlebte Sieg um Sieg seinen Feinden gegenüber, weil er wusste, wer Gott ist und weil er wusste, wer er selber in Gott ist. Und für mich total interessant, dass David die Gerechtigkeit Gottes schon in Anspruch genommen hat vor Jesu Kreuzestod. David hatte verstanden, dass er gerecht war in Gott, dass er vollkommen war und dass er deshalb Erbe war von allem, was Gott gehört. David schreibt im Psalm 18, und ich finde es schon stark, da heißt es, so vergalt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit. Und David war ganz klar, seine Gerechtigkeit hat nicht viel Wert. Aber David hatte Beziehung zu Gott, er hatte Gemeinschaft. Er sagt weiter, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen, weil David alles von Gott erwartet hat, konnte er das sagen. Weil er begriffen hat, Gott hat ihn gerecht gemacht und aus dieser Gerechtigkeit heraus. Und er sagt weiter, dem Treuen zeigst du dich treu, dem Untadeligen ohne Tadel, dem Reinen zeigst du dich rein, doch dem Falschen voller Ränke. Wie oft haben wir schon den Satz gehört, wieso hat Gott mir das angetan? Dieser Satz wird oft von Menschen gesagt, die bis dato mit Gott gar nicht viel am Hut hatten. Solange es ihnen gut ging, haben sie überhaupt nicht nach Gott gefragt. Gott dafür verantwortlich sein? Und wenn wir als Christen von Gott erwarten,
dass er uns nur dieses Brot gibt, das wir auch noch mühsam angeln müssen, dann werden wir ihn so erleben. Denn was wir säen, werden wir ernten. Wenn ich immer erwarte, dass Gott gerade so mich versorgt, bin ich mir ziemlich sicher, dass es lange Zeit so geht. Wir haben einen großen Gott und einer seiner Namen ist Versorger. Und er ist nicht knickrig. Er ist großzügig. Oder wenn wir die Vorstellung von Gott haben, oh, niemand hilft mir, bin sowieso immer allein, ist besser, ich mache alles selber. Dann weiß ich, was gemacht ist. Muss ich mich auch immer wieder. Aber dann sieht unser Leben dementsprechend trostlos aus. Wenn ich aber erwarte, dass ich einen großzügigen Gott habe, dann gestehe ich auch meinen Geschwistern zu, mir zu helfen. Und damit wird das Leben zum Beispiel auch leichter. Wenn ich zulasse, dass mir geholfen wird, wenn ich zulasse, dass jemand mich korrigiert und mir vielleicht sagt, hey, du angelst da mit dem Stöckchen nach ein paar Krumen, probier's doch mal mit Großzügigkeit. Im Glauben wachsen bedeutet also auch, dass ich meine Vorstellungen korrigiere anhand des Wortes Gottes. Und das ist so befreiend. Es ist so befreiend, wenn einem ab und zu der Kopf gewaschen wird mit den richtigen Worten. Wenn schon David sagen kann, du lässt meine Leuchte strahlen, Herr, mein Gott erhellt meine Finsternis, mit dir erstürme ich Welle, mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen oder überspringe ich Mauern. Und er schreibt, dieses habe ich erkannt, dass Gott für mich ist. Mensch, wie viel mehr sollen wir dann als Christen im neuen Bund sagen können und unsere Identität von Gott bestimmen lassen und nicht von unseren Gefühlen oder den Aussagen von den Menschen um uns herum. Gott ist gut und er ist für uns. Und es ist möglich, ohne Angst zu leben, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott für uns ist. Paulus schreibt an die Römer, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Ich fasse zusammen, wie wir erwachsen werden können im Glauben. Pflege enge Gemeinschaft mit Jesus Christus durch Bibellesen, Gebet und Anbetung. Freue dich an ihm und danke ihm für alles. Bitte den Heiligen Geist um Weisheit und Einsicht in die Dinge Gottes. Gott ist ein Gott, der gerne gibt und er freut sich über solche Bitten, wenn wir ihn um Weisheit und Einsicht bitten. Und lass dich vom Heiligen Geist korrigieren, was deine Vorstellung von Gottes Wesen anbelangt. Dann stimme dem zu, was Gott über dich sagt. Wenn Gott sagt, du bist liebenswert, du bist wunderbar gemacht, ich habe dich erkauft, weil du mir so wertvoll bist, dann stimme dem zu, dass du aus diesem ollen Gefängnis rauskommst. Und lass alles los, was nicht mit Gottes Willen übereinstimmt. Erwarte Großes von Gott und er wird Gelegenheiten schaffen, dass Großes geschieht. Vertraue Gott in allen Dingen deines Lebens. Dann kannst du wie König David voller Überzeugung sagen, Gottes Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist im Feuer geläutert. Ein Schild ist er allen, die bei ihm Zuflucht suchen. Denn wer ist Gott als allein der Herr und wer ein Fels außer unserem Gott? Ich bete noch für uns.
Vater im Himmel, lass uns die Wichtigkeit deines Wortes und des Heiligen Geistes in unserem Leben erkennen. Er ist es, der uns die Wahrheit über dich und über uns selbst zeigt. Heiliger Geist, du wohnst in uns und bist uns so nah, wie niemand uns sonst nah sein kann. Du kennst die Gedanken Gottes und sein Wesen, weil du ebenfalls Gott bist. Danke, dass du uns alles beibringst, was wir wissen müssen, dass unser Leben gelingt und wir den Auftrag erfüllen, den wir von dir haben, nämlich Zeugen deiner Herrlichkeit zu sein, überall, wo wir uns befinden.